Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute im Studio hier wieder der Daniel und ich bin der Sashi und wir reden heute über den 18. Oktober. Am 18. Oktober hat auch eine ganz besondere Person Geburtstag. Michael Stich. Achso, Michael Stich. Ja, ich wäre jetzt nicht darauf gekommen aufgrund deiner Bewegung. Ich habe nur gedacht, hat irgendwie wieder was verscheuchen oder so. Nee, Michael Stich hat Geburtstag, Wimbledon-Sieger gegen Boris Becker damals. 1991. Fand ich damals doof, weil ich war eigentlich Becker-Fan. Ja. Aber ja gut, Stich hat es auch mal verdient. Die zwei haben ja dann auch Olympiagold geholt, ja zusammen. Also im Doppel, ne? Ja, genau. Das war gut. Ah ja, okay. Und 1997 hat der Triathlet Thomas Hellriegel als erster Deutscher den Ironman in Hawaii gewonnen. Wow. Ja, also sagt man in Hawaii, sagt man auf Hawaii. Auf Hawaii, genau. Respekt. Auf Hawaii, ja. Das war der erste Deutsche, der den Ironman gewonnen hat und das war 97 am 18. Oktober. Mhm. Aber am 18. Oktober ist noch was anderes? Ja, der Alaska Day. Und zwar 1867 wurde Alaska von den russischen Besitztümern in die amerikanischen gegeben und für eine relativ geringe Geldsumme gedenkt man dem heute noch. Ja. Also Alaska war russisch und ist jetzt gegen eine... Weiß man so gar nicht mehr, ne? Nee, weiß man nicht. Also, dass es russisch war und dass es halt gegen Geld in die USA rübergewandert ist. $100.000. $100.000? So gar nichts. Hammer. Ja, das war am 18. Oktober. Wann? In welchem Jahr? Das war 1867. 1867 ist so gar nicht so lange her. Ja. Am 18. Oktober 1356, das ist schon ein bisschen länger her, ist die Stadt Basel durch eine Serie von gewaltigen Erdstößen und in der Folge durch Brände weitestgehend zerstört worden. Also es war komplett weg, Basel. Warst du schon mal da? Ja. Ja. Schöne Stadt, aber 1356 fast komplett niedergebrannt und weg gewesen. Ne? Zu dicht aneinander also gebaut, die Häuser. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wie das 1355 ausgesehen hat. Also das war das Jahr davor. Kann ich mich jetzt auch nur dunkel erinnern. Ja, ja, genau. Also das ist auch so ein Fakt, den man irgendwie im Kopf haben kann über den 18. Oktober. Also wenn ihr jetzt rausgeht und ein bisschen Angeberwissen haben wollt, sagt hier, heute übrigens 1356 ist Basel komplett niedergebrannt. So, und jetzt kommst du. Hm. Ja, probiert das mal an der Theke und ich sag euch, geiler Aufriss. Weil mit Wissen kann man ganz viel erreichen. Ja. Nicht nur mit schlechtem Aussehen. Ihr werdet Standing Ovations. Standing Ovations, ja. Ohne Ende. Ja. Kissenschlacht vorprogrammiert. Ja, Logo. Genau. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns morgen.